Klicksum kann auch ganz schön ungemütlich werden. Ja, ist kein Problem, Alter. Okay. Gib mir alle roten gleich im Voraus. Okay, pass auf. Ja, hier Hand auf und du nimmst ja die roten direkt raus. Da wollen wir mal nicht zimperlich sein. Jetzt mit einer schlechten Auswahl. Was willst du mit einer schlechten Auswahl? Einer schlechten Auswahl. Du musst es laut vorlesen. Deine Texte sind für viele Leute schwer verständlich. Willst du mit deiner schlechten Aussprache deine schlechte Texte überspielen? Anscheinend kann ich doch Deutsch und schnell lesen, wa? Die Frage. Deine Texte sind für viele Leute schwer verständlich. Willst du mit deiner schlechten Aussprache deine schlechten Texte überspielen? Ja, jetzt mal Butter bei den Fische. Ja, das ist kein Problem, Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, pass auf, dann kann ich dir was sagen. Deine Texte reimen sich nicht unbedingt. Ja, und trotzdem ist der Song rund, Alter. Schaff aber was macht sie rund? Was sie rund macht? Der Flow macht's rund. Und was viele nicht wissen, dass ich die Rhymes schon vorher mache. Also okay. Guck mal, die deutschen Rapper rappen fast alle gleich. Alle machen bla 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 bla, bada, bla 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 bla, bada. Bei mir, ich fang an, dann kommt der letzte Rhyme. Und vorher, also nach dem letzten Rhyme, kommt schon direkt ein Rhyme, den ich vielleicht umdrehe, ja? Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, bla bla bla, Auto, und dann tot, hau, ja? Ja. Also ich drehe den Rhyme um, deswegen den letzten Satz, der danach kommt, also das letzte Wort, was danach kommt, Rhyme passt vielleicht nicht auf das letzte Wort von vorher, aber da ich schon vorher den Rhyme gemacht habe, ja, rundet sich das ab. Und so Sachen wissen die alle gar nicht. Aber ist auch scheißegal, ich will gar nicht darüber reden, weil deutscher Rap ist sowieso lächerlich. Deine Texte sind größtenteils deutsch, größtenteils deutsch. Beinhalten aber auch viele Begriffe und Sätze aus anderen Sprachen. Sprichst du zu schlecht Deutsch, um deine Texte komplett in Deutsch zu schreiben? Nee, ich schreibe die Texte so, wie ich rede. Ich rede jetzt zwar mit dir jetzt so, aber Deutsch. Wenn ich mit Chill und Abdi rede, reden wir ganz anders. Echt? Und, ja. In Deutsch-Türkisch redet er? Nicht Deutsch-Türkisch. Da kommen alle Jugo, ich rede dann auch mal ein paar jugoslawische Wörter, arabische, marokkanische, kurdische, türkische. Mit Wesen kommen manchmal ein paar libanesische Wörter, die ich von ihm gelernt habe. Und ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, Alter. Wenn es euch nicht passt, fickt euch, Alter. Im Interview zeigst du gerne, was du hast. Bist du nicht ein bisschen abgehoben? Ach, das war wegen den Scheinen letztes Mal. Ja. Da kommen wir auf den Champagner zurück, Alter. Guck mal, okay. Alter, also besser, du trinkst jetzt keinen Champagner mehr bei Interviews. Nee. Okay. Wisst ihr, das macht dich dann auch reifer. Was heißt reifer, Alter? Das war vielleicht auch nicht. Ich war auf dem Knopf bei Stefan Raab, Alter. Weißt du das mit der Story? Nee. Nicht? Das ist gefaked gewesen. Sicher? Ja, das war gefaked. Nee, da warst du nicht auf dem Knopf. Im Interview erzählst du meistens von alkoholreichen Partynächten. Führst du nicht ein zu ungesundes Lebensstil? Ja, halt habe ich gemacht, aber jetzt ist alles ruhiger geworden. Ist alles cool. Jetzt kommen wir zu den netten Fragen. Ja. Welche Frage darf man dir denn nicht stellen? Du kannst mich fragen, was du willst. Okay. Deine Fans bezeichnen sich selber als Aslaks und tragen deine Klamotten. Wie schaffst du es? Dankeschön, mein Bester. Deine Fans bezeichnen sich selber als Aslaks und tragen deine Klamotten. Wie schaffst du es, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen? Die Bewegung hat noch gar nicht angefangen. Wir sind immer noch am Plan. Oh, super, vielen Dank. Die Bewegung hat noch nicht angefangen, Alter. Wart ab. Wir essen hier nach dem Fragenlaut aber. Es wird noch viel krasser, Alter. Ja? Ja, die Bewegung wird noch viel krasser, warte. Laut Wikipedia hast du keinen anerkannten Schulabschluss. Wie kriegst du es hin, aus so wenig so viel zu machen? Alter, es gibt Leute, die studieren und vom Leben nichts wissen, Alter. Ja. Und ich denke, Rap hat mit... Leute beurteilen mich, weil ich keinen Abschluss habe und sagen, ey, der kann doch nicht gut rappen, der hat keinen Schulabschluss, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ist deutscher Rap so scheiße, Alter? Muss man einen Schulabschluss haben, dass man Rapmusik macht oder was? Ey, ihr seid doch echt, deutscher Rap ist echt auf Schwanz, Alter. Ich sag nichts. Ja. Ja, es ist einfach nur lächerlich. Ich werde die ganze Zeit meinen Leute, dass ich keinen Schulabschluss habe, warum rappt der? Aber wenn du meinst, dass deutscher Rap so scheiße ist, du hast gerade. Deswegen mach ich auf meine eigene Sprache, Alter. Okay. Aber im Wortspiel hast du gesagt, es gibt so viele gute Rapper. Gibt's, Alter. Die machen auch deutsche gute Sachen, so, ja. Aber? Die gibt's ja auch schon länger.
Aber keine Ahnung, also ich meine die Fans und wie sie alles auffassen und keine Ahnung, Alter. Ich will dazu nicht viel sagen, Alter. Das okay. Ist einfach für den Arsch. Die Lage ist psi. Okay, ich merke das schon. Hey, ich habe dein letztes Mixtape gekauft. Welches? Keine Ahnung. Ich habe doch gar kein Mixtape draußen. Man kann es auch nicht kaufen. Ja, in deinem neuen Track, Mann im Spiegel, rappst du jetzt auch sehr tiefgründig. Wo hast du deine Vielfältigkeit? Das hatte ich schon immer, Alter. Ich mach das, worauf ich gerade Lust habe. Dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Ja, auf jeden Fall. Ach, da ist ja noch ein Grünes, Entschuldigung. Ja. Hau du mal rein. Jo. Brauchst nicht zu warten, Alter. Ja, sieht sehr lecker aus, muss man sagen hier. Im Internet kritisieren einige Leute, wie zum Beispiel Julians Blog, deine Texte und dein Rap-Stil. Wie gehst du mit solchen Kritiken um? Wie gesagt, Alter, der Einzige, der jetzt ein bisschen über meinen Rücken wirklich Geld verdient, ja, ist Julian, Alter. Der hat sich seinen ganzen Scheiß mit meinem Hype aufgebaut. Und die Abonnenten bei dem sind fake, Alter. Da bin ich mir 100% sicher. Der hat niemals 500.000 Abonnenten. Also verwende ich meinen Arsch drauf, Alter. Okay, schauen wir mal. Was meinst du? Ja, ich glaube schon, der polarisiert, der wird auch ordentlich Abos haben. Ich glaube, dass sie echt sind. 500.000? Ja, schon. 500.000, ja. Okay. Doch. 500.000 ist nicht unrealistisch. Na, guten Appetit. Was wolltest du sagen? Wie bitte? Jungs, wollen wir essen? Ah ja, hier. Lecker Pizza. Ihr könnt ihm alles wegessen. Mhm. Stopp mal die Kameras. Bis dann. Bleib dran. Mhm.